7. November. Wo landen wir jetzt? Es ist 1.02 Uhr. Kara. Mit Luthor zusammen. Und Alice ist auch da. Was uns in den vergangenen Parts widerfahren ist, ist furchtbar. Doch können wir es nicht ändern. Alice. Geht's dir gut? Ich denke schon. Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Jericho. Von den Androiden in Slankos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Okay, wir wollen nach Kanada. Oder noch eine Falle. Ich weiß nur, dass die Androiden es glauben. Bis Slutko sie umbrachte. Ja. Die Androiden haben Slutko auch vertraut. Und uns danach hintergangen. Kann ich nur mit Alice reden? Nein, kann ich nicht. Kann ich was weiteres sagen? Ist es noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Okay, aber das Wetter wird das nicht mitmachen. Glaube ich nicht. Weil schau mal raus, Digga. Ich habe noch nie Schnee gesehen. Sehr hübsch. Schnee ist wirklich was Tolles, aber auch wenn er uns behindert. Aber wenigstens sind nicht so viele Menschen unterwegs. Stimmt, bei Schnee und bei Dunkelheit fährt doch keiner mehr. Scheiße. Nachts durch den Wald laufen ist nicht dein Ernst. Nicht mit einem kleinen Kind. Das sieht nicht gut aus. Aber wir haben Luthor. Hey Alice. Bleib sitzen, Alice. Nein? Echt jetzt? Okay, gut, komm, wir schauen uns an. Alice, du bleibst einfach da und passt ein bisschen auf dich auf. Alles wird gut. Komm, wir machen die Karre mal auf. Schauen wir mal nach. Das wird doch bestimmt nicht so abwegig sein wie bei anderen Autos aus unserer Zeit, weil dann könnte ich mich damit auskennen. Der Qualm... Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Du kennst dich nicht damit aus? Zu Fuß gehen, schätze ich. Wir werden nicht zu Fuß gehen. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Ach nee, schon wieder. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Das ist ein Pfeil. Ja, super, finde eine Unterkunft. Ach, halt's Maul. Wollen wir Alice nicht mitnehmen? Wobei, wollen wir nicht. Okay, gut, komm, Luther, du bleibst mal hier. Ich soll jetzt echt alleine ohne Alice losgehen und gucken? Im Ernst? Luther bleibt da, okay. Was sagt uns dieser Pfeil da? Soll man diesem Pfeil wirklich trauen? Ich tu's eigentlich ungern. Pirates Cove. Okay. Hey, Luthor. Da drüben. Bruder, schau dir das an. Wir sollten dennoch abwiegen, was für uns das beste Obdach sein kann. Das hier ist ein verlassener Vergnügungspark. Ich hab da echt Bedenken vor. Ohne Scheiß. Noch mehr als bei dem anderen Typen. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Okay. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Naja, das sagt aber nicht, dass hier keiner mehr ist. Finden wir was zu essen? Gibt's hier eine Schießbude? Weil hier gibt's auch manchmal Fressbuden. Was gefunden? Nein. Nein, nichts, wo wir übernachten können. Was ist damit? Nee. Naja, gut, vielleicht. Zu wenig für Alice, okay. Aber was Geschlossenes wäre zum Beispiel sowas wie eine Achterbahn mit kleinem Gebäude. Oh. Kann ich da hoch? Nee, kann ich nicht. Das sehe nämlich gar nicht mal so scheiße aus. Bruder. Sollten wir hingehen? Oder einfach an ihm vorbei? Da ist ein Bulle, 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 weg hier! Luther, komm mit! Digga. Ja, sicher.
Schönes Ding. Das stimmt doch. Hier fällt alles auseinander. Ja, ich merke das auch. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Sag an. Ich wäre auf jeden Fall gerade noch ein Android und das sah für mich sehr aus wie ein Bulle. Das hat mir echt ein bisschen Angst gemacht. Ich will da nicht rein. Das ist doch eklig. Lass mich raten, das Ding funktioniert. Sieht drinnen sicher aus. Sieht sicher aus, heißt gar nichts. Ich will da nicht rein. Betreten. Oh komm. Wenn der Android uns hört, den wir gerade gesehen haben, lass doch mal den Dicken machen, der ich mach das. Der packt das. Ich habe den Androiden, den wir gerade gesehen haben, nicht angegriffen, da ich ihn ja nicht von vorne gesehen hatte. Und noch macht er uns ja keine Probleme. Das hat er gehört. Na bitte. Saubere Arbeit, Digga. Aber da kriegen wir jetzt auch nicht mehr zu. Versteck dich einfach. Bitte. Wir werden nichts Besseres finden. Nein. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer. Ja klar, mach nur Licht, damit der Typ uns sieht. Auf dem Fass. Richte ein Bett für Alice her. Überprüfe Luthers Tasche. Okay, der Android, den wir gerade gesehen haben. Vielleicht steht er doch einfach nur, wurde defaultet, deaktiviert oder so. Gerade bin ich noch recht misstrauisch, was das gerade eben anging, aber Luther räumt hier erstmal um. Ich werde jetzt erstmal in die Tasche reingucken. Was haben wir? Waffe überprüfen, Keks anbieten. Haben wir eine Waffe darin? Für einen Androiden gleich, den wir sehen werden. Okay, wir haben eine Tasche, eine Waffe, alles klar. Keks. Es sind noch Kekse da. Alice? Möchtest du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Okay, Alice, okay. Macht ja nichts. Alles gut, Alice, okay. Ich hätte die Waffe ganz gerne bei mir, ehrlich gesagt. Luther hat ein Feuer gelegt. Der Android, den wir gerade gesehen haben, der geht mir nicht aus dem Kopf raus. Überhaupt nothing, Digga, nothing. Detroit Today. USS Iowa vermisst. Alles klar. Das passiert also auch in der Zukunft. Ist ja cool. Androidenband. Anwärter auf Musikpreis. Cool. Musikandroiden, voll nice, Mann. Digga, kannst du dich bitte verpissen? Du bewegst dich doch auch irgendwann noch. Ich will nur gucken. Weil der andere Android hier auch noch irgendwo rumrennt. Da ist gerade aber nichts gefuckt. Was ist dahinter, Boys? Könnte aber eine Decke sein. Ich hab Angst. Kissen! Na, guck mal. Alice, kannst du die Tasche bitte nur da tun und immer neben mir lassen, bitte? Ich habe nämlich ganz große Angst. Ehrlich jetzt, du willst doch jetzt nicht da pennen, direkt so mitten. Nein! Ohne irgendeinen Schutzwall. Oh mein Gott! Alice? War das überhaupt ein Android, den wir gerade gesehen haben? Alice? Hey! Du wolltest auch mal dorthin, ne? Oder du guckst die Familie an, die dort abgebildet ist. Hey. Wir sind zwar auf der Flucht. Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Natürlich. Wenn wir über die Grenze sind, fangen wir neu an. Du kannst in die Schule. Vielleicht finde ich einen Job. Genau wie sie. Und eines Tages werden wir in einen Freizeitpark gehen, der noch funktioniert. Versprochen, Kleines. Dass wir beide zusammen sind, das ist alles, was zählt. Na komm, es ist Zeit fürs Bett. Komm, Kleines.
Decke Alice zu. Luther, Digga. I know you can do it. Versuch zu schlafen, okay? Trösten, küssen, morgen. Keine Sorge. Luther und ich sind in der Nähe. Du musst jetzt ein bisschen schlafen. Denn was ist? Erzählst du mir eine Geschichte, Karl? Okay. Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Es war einmal eine kleine Prinzessin, die... Nein. Keine Prinzessin? Nicht so eine Geschichte. Okay. Eine nur für mich. Okay. Es war einmal ein kleines Mädchen. Das sehr unglücklich war. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Der Schatten, der in ihm lebte, machte es unglücklich. Dann traf es einen Roboter. Der genauso verloren war wie das Mädchen. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen. Um ein besseres Leben zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie einen anderen Roboter, der seinen Meister verließ, um sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Diese hier auch. Aber in echt ist das nicht so. Glaub mir, Alice, es ist so. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Okay. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Luther? Komm her, Digga. Ja, natürlich. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Überleben diese Nacht. Versprochen. Digga, wir müssen reden. Wir haben nämlich ein riesiges Problem. Wir brauchen einen Plan. Denn die aktuelle Lage sieht nicht gut aus. Ein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Das ist wohl wahr. Weißt du schon, was du machen willst in Kanada? Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Dann fang doch jetzt an. Ich war ja noch nie frei. Ich muss ein frei. Geiles Gefühl sein, hä? Mir gefällt, wie das klingt. Aber ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Wir werden es herausfinden. Es schneit noch. Das wird ein weiter Weg. Wir sollten früh los, wenn wir nicht entdeckt werden wollen. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Was denn? Nein. Was meinst du? Fuck. Das war ein Androiden-Freizeitpark. Oh nee. Alice. Komm her. Die Waffe nehmen wird mir nicht helfen. Alice beschützen. Was haben wir hier? Feuer löschen. Ja. Nee.
Dann wird es aber dunkel. Doch, tun wir. Stock nehmen. Wir löschen das Feuer. Ich wusste, dass Luther die Waffe greift, das ist gut. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Luther wird es schaffen. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Lasst uns in Ruhe! Hab keine Angst. Fick dich. Wir tun euch nichts. Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Alle. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir haben einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Nee. Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für Sie. Etwas Lustiges. Bitte gefallen. Will sie es sehen? Oh, dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so kommt. Komm schon, Kara. Nein. Ich glaube, du hast keine Wahl. Oh, Luther, Digga. Das ist einmal nicht gut gegangen. Kann ich die Taschen aber mitnehmen oder irgendwie sowas? Die Waffe hat ja eh er, daher. Okay. Das sind viele. Wir hätten uns nicht mit denen anlegen dürfen. Ich hätte auch nicht umgehend geschossen. Sei unser Gast. Reaktiviere das Karussell, im Ernst. Okay. Die scheinen aber tatsächlich alle korrekt zu sein. Sie wurden einfach nur ausgenutzt. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Okay. Komm, Alice. Du wolltest doch einmal auf so einen Freizeitpark, oder nicht? Na komm. Das hat Alice mit Sicherheit noch nie getan. Was ja eigentlich völlig üblich ist für ein kleines Kind. Wenn man mal... Sie lächelt zum allerersten Mal. Denkt. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Haben wir doch echt einen Ort gefunden, an dem wir sicher sein können? Aber Luther ist zuversichtlich, das macht mich im Übrigen auch sehr glücklich, denn er gehört dazu. Dass Alice doch echt einen geilen Ort gefunden hat, ist doch super geil. Die Höhle des Piraten. Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich sagen, press doch den Daumen nach oben. Und das hätte immer passieren können. Bis dann und bis zur nächsten Folge. Ciao, Amorix Mania.